Ich kann mich eigentlich an kein Jahr erinnern, in dem mal von guten PISA-Ergebnissen die Rede war. Und ihr? In der Studie, die in der vergangenen Woche veröffentlicht wurde, zeigt sich jetzt aber, dass die Schüler so schlecht abgeschnitten haben wie noch nie. Das ist natürlich auch Thema bei den Parteien bei uns im Land. Welche Konsequenzen es geben könnte, darüber sprechen wir gleich. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen an diesem Donnerstag, den 14. Dezember. Ich bin Christine Finke und ich habe euch unter anderem die Themen Gefahr durch invasive Arten und teures Parken am Hamburger Flughafen mitgebracht. Außerdem sprechen wir über einen selbstgebauten Solarturm im Garten. Jetzt kommen wir aber erstmal auf unser Schwerpunktthema zurück. Heute im Fokus. In der vergangenen Woche wurde ja die neue PISA-Studie veröffentlicht. Da wurden Schüler in den Bereichen Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften getestet. 17 Minuspunkte gab es in Deutschland, zum Beispiel beim Lesen. 25 bei Mathematik. Klar, dass dieses schlechte Abschneiden auch Thema in der Politik ist. Gestern gab es dazu eine Aktuelle Stunde im Kieler Landtag. Mein Kollege Kai Müller war auch vor Ort. Kai, was soll sich denn jetzt konkret ändern? Bildungsministerin Karin Prien sagt dazu nur, dass die Haushaltsmittel begrenzt seien, die Herausforderungen aber riesig. Wie sie das also lösen will, bleibt ein bisschen unklar. Ihr Parteifreund Martin Balasus setzt allerdings darauf, dass die Lehrer auch wieder mehr auf Leistung setzen. Er fordert, dass die Weichspüldidaktik ein Ende haben muss. Und was schlagen die anderen Parteien vor? Eine persönliche Geschichte hat Serpilmit Jatle im Landtag erzählt über ihre eigene Schullaufbahn. Als Gastarbeiterkind sei sie von der Klassenlehrerin in die letzte Reihe gesetzt worden, weil die der Meinung war, dass die Einwanderin von türkischen Eltern doch die deutsche Sprache eh nicht brauchen könne. Politisch kritisiert die neue SPD-Fraktionsvorsitzende vor allem Bildungsministerin Karin, weil die Größen der DATS-Klassen, also der Unterrichtseinheiten, in denen Schüler Deutsch als Zweitsprache erwerben, doch groß erweitert hat. Der SSW setzt darauf, dass es eine Lernmittelfreiheit gibt, sodass die Eltern nichts mehr für ihre Kinder bezahlen müssen, wenn es um Schulbücher, Stifte und Hefte und so etwas geht. FDP-Fraktionschef Christopher Vogt denkt gleich viel größer. Er will den Bildungsföderalismus abschaffen, also eine einheitliche Bildungspolitik für ganz Deutschland haben und ist auch bereit, dafür ein bisschen Macht abzugeben. Lasse Petersdotter, der Fraktionsvorsitzende der Grünen, bezeichnet ein Ergebnis der Studie als besonders erschütternd. Nämlich, dass 22% der Schüler sagen, dass sie mit ihrem Leben nicht zufrieden sind. Ziel müsse es sein, dass die Jugendlichen am Ende ihrer Schulzeit, Zitat, Lust aufs Leben haben. Kommen wir jetzt zu unserer Klimanachricht. Das Klima-Update aus SH. Was haben der japanische Staudenknöterich, der Riesenmeerklau und der Waschbär gemeinsam? Ja, das sind alles sogenannte invasive Pflanzen- und Tierarten. Sie kommen alle nicht von Natur aus in Deutschland vor, sondern wurden eingeschleppt. Das allein macht sie aber noch nicht invasiv. Mein Kollege Grischa Malchow weiß, was der Unterschied ist. Grischa, ab wann wird denn eine Art als invasiv bezeichnet? Invasive Arten zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr anpassungsfähig sind und eine hohe Fortpflanzungsrate haben. Diese eingewanderten Pflanzen und Tiere bilden Massenbestände aus und verdrängen dadurch einheimische Arten aus ihrem Lebensraum. Okay, dann haben wir diesen Fachbegriff ja schon mal geklärt. Du hast dich ja speziell mit den invasiven Arten in Neumünster beschäftigt. Welche Pflanzen- und Tierarten machen denn da gerade Probleme? In Neumünster ist zum Beispiel der Riesenbärenklau ungewollt. Er ist auch für Menschen schädlich. Der Pflanzensaft kann in Kombination mit Sonnenlicht schmerzhafte Reaktionen auslösen, die an Verbrennungen dritten Grades erinnern. Der japanische Staudenknöterich verdrängt den einheimischen Blutweiderich. Der wiederum ist Nahrungsgrundlage für die Raupe des Nachtfaunauges. Tiere machen insgesamt nicht so viele Probleme. Doch die Ausbreitung von zum Beispiel Bisam, Marderhund, Waschbär und chinesischem Muntjac werden aufmerksam beobachtet. Der Klimawandel spielt bei diesem Thema bislang übrigens keine große Rolle. Das sagt Anja Schubring von der Unteren Naturschutzbehörde in Neumünster. Meistens kommen die fremden Arten, zumindest bisher, aus Regionen mit einem ähnlichen Klima. Grundsätzlich sei der Klimawandel aber natürlich durchaus ein Faktor, der andere Arten zum Einwandern bringen kann. Gehört habt ihr eben meinen Kollegen Grischa Malchow aus Neumünster. Was noch in Schleswig-Holstein so los ist, darauf schauen wir jetzt. Weitere News aus Schleswig-Holstein.
Wer rund um Rendsburg mit dem Auto unterwegs ist, muss leider auch heute mit längeren Fahrzeiten rechnen. Die Rader Hochbrücke wird nämlich von 6 bis 22 Uhr in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt. Gestern war sie ja auch bereits in Richtung Norden gesperrt. Grund dafür sind Schäden, die durch Frost entstanden sind und jetzt kurzfristig ausgebessert werden müssen. Und auch gestern war die Strecke ja schon teilweise gesperrt in den Süden. Grund dafür war da ein Schlagloch. Das ist mittlerweile aber wieder ausgebessert, also müsst ihr euch darum schon mal keine Sorgen mehr machen. Weitere Infos lest ihr im Artikel, den ich euch unten verlinkt habe. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Fahrt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich in den Urlaub fliege und die Zugfahrt zum Hamburger Flughafen schon inklusive ist beim Ticket, dann erspart mir das schon mal eine Menge Stress. Dort mit dem Auto zu parken, ist nämlich deutschlandweit am teuersten. Das zeigt eine Untersuchung vom ADAC. Da wurden die Parkkosten sowie alternative Anreiseoptionen der 10 größten deutschen Flughäfen miteinander verglichen. Und herauskam, dass ihr in Hamburg je nach Parkhaus ganz schön in die Tasche greifen müsst. 2 Wochen kosten im Parkhaus P5 schon 561 Euro. Im P2 sind es allerdings weniger als 200 Euro. Wieso die Preise so unterschiedlich sind und wie ihr am günstigsten zum Flughafen kommen könnt, das lest ihr im Artikel unten in der Beschreibung. Während man bei Parkgebühren ja gewisserweise immer noch ausweichen kann auf Alternativen, wird es jetzt an anderer Stelle für Haushalte teurer. Denn die Strompreise steigen. Und ja, ich weiß, wir haben vor 2 Wochen noch eine Reform angekündigt, dank der es ab 2025 günstiger werden soll. Doch nächstes Jahr passiert jetzt erstmal das Gegenteil. Das liegt daran, dass die Ampelkoalition den Zuschuss zu Netzentgelten streicht, um im Bundeshaushalt Geld zu sparen. Für eine Musterfamilie, die 4000 Kilowattstunden Strom im Jahr verbraucht, macht das im Monat brutto fast 13 Euro mehr als bisher. Zum Abschluss habe ich hier noch etwas Kurioses mitgebracht. Seit einigen Monaten steht im Garten von Rüdiger Gilde in Bönnigstedt nämlich ein, wie soll ich sagen, eher ungewöhnliches Baugerüst. Zahlreiche Stahlrohre fügen sich nämlich zu einem 11 Meter hohen Turm zusammen, an dem 26 Solarplatten angebracht sind. Rüdiger Gilde ist Maschinenbaumeister und tüftelt eben gerne. Seine Idee war, möglichst viel Sonnenenergie zu produzieren. Sein Projekt sorgt allerdings für Probleme mit dem Fachdienst Bauordnung vom Kreis Pinneberg. Spätestens bis morgen soll der Turm abgebaut sein, sonst drohen 4000 Euro Strafe. Die ganze Geschichte hört ihr auch in unserer SHZ-Audio-App. Das war's für heute. Die nächste Folge hört ihr dann am Freitag, den 15. Dezember um 5.30 Uhr. Alle Themen könnt ihr auf shz.de nachlesen oder euch kostenlos anhören. Einfach auf shz.de/newspodcast. Habt einen guten Start in den Tag.